Sehr gut. Dann können wir nämlich hier während dem Wiedereintritt noch bremsen. Dann brauchen wir jetzt noch Fallschirme, damit. Warte mal, vielleicht können wir die sogar so bauen. Ja, sehr schön. Okay, dann kommt da noch ein bisschen Strom dazwischen und dann haben wir es eigentlich. Zack, zack, zack. Unser kleines Versorgungsraumschiff erstmal. Und wir könnten noch so einen blöden Safe einbauen. Wo ist er? Storage Locker. Was hat der? 200 Liter, 400 Liter, 6000 Liter ist auch ein Argument, aber ich glaube, der da ist sinnvoller zu bedienen. Okay. Proviant. Ah, Proviant ist ja, durchaus. Oh, zwei wollte ich nicht. Proviant ist durchaus eine Erwähnung, die erwähnenswert ist. Vielleicht nehmen wir doch noch einen Proviant-Container mit. Scheiße aus. Es tut mir leid, aber es sieht scheiße aus. So. So, und da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Die werde ich jetzt nach drinnen schieben, denn das können sie mal schön innen einlagern, den Kram. Ihr Essen. Zack. Muss ich mir dann, glaube ich, noch einen Kopf machen, wie ich das mit dem Refill mache. Kriege ich das hin? Mal gucken. Irgendwie werden wir es schon schaffen, da reinzugucken. Hoffe ich. Da waren sie gerade. Ja, jawohl. Okay, so kann man gucken, dass man sie auch auffüllen kann wieder. Sehr schön. Okay. Gut. Ah, die Airbrakes stören mich noch ein bisschen. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Gut, das wäre unser Raumschiff. Jetzt, gut, SpaceX hat momentan auch noch eine Second Stage, die sie mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren. Das würden wir jetzt auch mal bauen, nämlich eine Second Stage, die aber eine minimale Chance hat, zurückzukehren. Das testen wir jetzt einfach mal. So, ich habe noch keinen sinnvollen Probe-Core dafür. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal den hier. Oh, Airbrakes, kleiner Skelin, geht das? Das wäre der Hammer. Geil. Mini-Airbrakes. Wie cool ist das denn? Super Idee. Vielen lieben Dank. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Dann stören sie mich auch gar nicht mehr so. Ah, nicht 8. Mini-Airbrakes. Wie geil. Wie geil ist das denn? Die kleinsten Airbrakes, seit es Airbrakes gibt. So cool. Haha, die werden nichts bringen, aber es ist total egal. Sie sehen echt putzig aus. Super. Kann man da vorsichtig mitarbeiten? Oh ja. Vielleicht kriegen wir sie ja direkt auf die richtige Größe. Es ist schon wieder ein bisschen. Obwohl es eigentlich so. Ich glaube, 70 fand ich ganz cool. Was sagt ihr? 70%? Weil dann haben die Dinger auch eine gewisse Wirkung, liegen aber flach am Pott an und stehen nicht irgendwie über. Und so sieht es auch irgendwie sinnvoll aus. Lass es mal so probieren. Wir fangen mal mit 70% an. Schwupp. Zip. Sehr schön. Okay, also hier ist ein Probe Core. Dann jetzt.
Stage. So. Die schieben wir jetzt einmal über den Probe Code rüber. Einfach aus Optikgründen. So, jetzt lass mich mal überlegen. Also, die Stage muss uns in den Orbit hochschieben und dafür wäre es super toll, wenn sie ein paar Delta V hätte. Die hat sie potenziell auch. Mit 0,82 Trust Weight. 0,20 wäre ein bisschen zu wenig. Wir würden also schon mit der großen Stage gehen. Jetzt wäre es aber so. Dass ich das Ding gerne zurückfliegen möchte. Ich brauche nochmal ein Heat Shield. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Nee, weil da dann unser Teil dranhängt. Kann uns aber eigentlich auch egal sein. Können wir das mit einem Doppeldekoupler lösen? So. Dann ein bisschen Zeit kaufen, um in der Richtung was machen zu können. Und Kontrolle brauchen wir noch. Ich könnte auch eine Cargo Bay hinbauen, also wenn es euch optisch irgendwie schöner gefällt. Ich finde die Cargo Bay halt nicht so hübsch, ehrlich gesagt. Hm. Jedes dieser kleinen Triebwerkchen einen der Airbricks ranmachen. Hm. Am Pod sieht gut aus. Alles gut. So, dann brauchen wir da drinnen wahrscheinlich noch irgendwie eine Antenne. So. Und Fallschirme. Die würde ich jetzt tatsächlich mit Fallschirmen erstmal landen. Weil mir für die Second Stage erstmal noch nichts Schlaues einfällt. Wie gesagt, dann sind wir technisch sogar schon weiter als SpaceX, wenn wir das hinbekommen sollten. So, jetzt kommt die First Stage. First Stage. Bekommt einen eigenen Probe Core, sinnigerweise. Zack und close. So, dann bekommt die First Stage einen Tank. Ne, einen normalen Tank erstmal. Mal gucken, wie viel wir da brauchen. Irgendeinen kleinen Tank. Der kleine Tank ist aber erstmal noch gesperrt. Obwohl das ganz schön viel Fuel ist. Die Priority hier ist höher. So. Achso, ja, hier habe ich die Batterie vergessen. Tatsächlich, da kann noch eine Batterie rein. Wobei der keine so große Batterie braucht. Der ist nicht ganz so lange unterwegs. So, und dann können wir auch, wenn wir hier sind, gleich noch die lustige Funkverbindung herstellen. Zack. So. Jetzt wird's witzig. Wir werden natürlich nicht mit einem Monsterantrieb arbeiten können dafür. Lassen wir es einfach erstmal offen und gucken, was passiert. Wir nehmen auf jeden Fall Airbrakes mit, um diese Waffeleisen so ein bisschen zu simulieren. Also das sind meine simulierten Waffeleisen. Oder
Grid-Fins, wie man professionell sagt, aber ich finde Waffeleisen viel besser. So. Zack. Zack. Noch nicht ganz. Ja. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das mit den Antrieben machen. Achterring ist ein bisschen groß, ne? Ja. Achterring ist tatsächlich ein bisschen groß. Was wäre denn, wenn wir die Dinger hier dafür benutzen? Aber sie eben ein bisschen, also ich versenke sie nicht komplett, ich nehme sie nur so ein bisschen rein, um das Ganze ein bisschen, ja, ich sag mal, aerodynamisch. Oh, habe ich. Ist das schon der? Ja, ist der richtige Mode. Okay. So ein bisschen optisch richtig hinzubekommen. So. Ja, ich weiß, dass die Waffeleisen, also ich weiß, dass die Airbrakes eigentlich andersrum gehören. Ich finde es aber, ich persönlich finde es so aber irgendwie schicker. Fragt mich bitte nicht warum. Das ist mein ganz persönliches Problem. Also mir ist, auf der funktionalen Ebene ist mir total klar, dass die andersrum gehören. Aber sie funktionieren halt auch so rum. Deshalb finde ich es jetzt nicht so schlimm. So, und jetzt noch in die Mitte. Reicht uns ein Zwivel? Wahrscheinlich reicht uns ein Zwivel aus. So, 9 Triebwerke. 1,25er Thrust Weight beim Abheben. Wird halt knapp mit dem Orbit, ne? So, nochmal gucken, ob wir da nicht ein bisschen mehr Sprit brauchen. Ich befürchte es fast. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte nur diesen Teil. So. Da ist ein bisschen Puffer jetzt. 118 heißt, wir heben auch noch ab. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie überlegen, wie ich da Beine ranbekomme zum Landen. Warte mal, ich habe doch mittlerweile auch so abgefahrene Landing Legs. Mal gucken. Mal gucken, ob das nicht gehen würde. Oh Gott, hier ist ich immer. Na. Was ist eigentlich passiert? Irgendjemand hat gerade irgendwelche komischen Sachen getan. Die Moski TV hat ein Follow dagelassen. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Zugucken. Das wird so eine Art Falcon 9. Ja, genau. So eine Art Falcon 9 für Arme und Versager wahrscheinlich. Shit, weiter kriege ich es erstmal nicht runtergezogen. Müssen wir gleich mal am unteren Teil ansetzen, die Dinger. Ich bringe jetzt mal aber die ganze Rakete kurz über den Boden, um das ein bisschen besser sehen zu können, was ich hier treibe. So, so ist schon mal ganz gut. Dann ist nämlich das letzte Triebwerk nicht auf dem Boden. So, jetzt nehmen wir mal erstmal den Versuch hier. Damit wäre es wahrscheinlich sogar relativ einfach. So.
Meine Güte, dieses dauernde Umgestelle. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Echt jetzt? So. Passt genau. Da, 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 da. Bisschen ordentlich rotieren den Spaß. So. Zack. Start retracted. Jawohl. Wir starten ja von einer Startrampe ganz normal. So, also in der Theorie könnte das ganz knapp reichen, um in Orbit zu kommen. Wir schauen einfach mal. Fallschirme sind dran und der liebe Luis hat mal wieder die große Freude, Testpilot zu sein. Hallo? Wo ist denn Luis hin? Ich vergessen, ihn zu recovern. Er ist doch nicht draufgegangen. Wir haben ihn doch recovered. Was ist denn da los? Wo ist mein Testpilot hin? Ha. Der ist noch unterwegs. Der ist angeblich noch mit dem. Also der muss noch. Ich habe wahrscheinlich irgendwas recovered, wo er nicht drin saß oder sowas. Das weiß ich nicht. Aber angeblich ist er noch. Tatsächlich, er ist noch Splashdown. Na gut. Recover. Gekündigt, genau. Ihr stürzt alles ab. Ich habe keinen Bock mehr. Zack, zack, zack. So. Okay, probieren wir es mal mit der ersten Inkarnation. Der Falcon 9, die wir natürlich offiziell so noch nicht nennen, weil hier funktioniert noch nichts. Zu gefährlich geworden. Was heißt denn hier zu gefährlich geworden? Es ist eine Freude, im Dienste der Wissenschaft sein Leben zu riskieren. Nichts Schöneres gibt es. Zu gefährlich geworden, dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Luis schaut dem Tod jeden Tag mit einem Lächeln ins Gesicht. Oder jetzt zeigt ihm die Zähne, das weiß ich nicht so genau. Aber irgendwas tut er auf jeden Fall. So, jetzt noch eine Startrampe ran. Ich befürchte, was uns treffen könnte, ist, dass wir ein bisschen niedrige Thrust Weight am Anfang haben. Aber na gut. So, und wir machen noch was. Es ist völlige Verschwendung in diesem Konzept. Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen. Aber. Wir machen da noch ein aerodynamisches Hütchen drauf, solange wir noch nach oben unterwegs sind, damit wir den dann abwerfen können später. So, also Rakete steht soweit. Ich mache mal das Staging noch ordentlich. Das ist jetzt nämlich ein bisschen verwirrt, natürlich durch all die ganzen Fallschirme, die wir angebaut haben. So, zack, zack, das ist prinzipiell gut. Das da ist prinzipiell nicht so gut. Sollten wir weiter oben tun. So. Wenn wir das dann hier abtrennen, wartet mal. Wir machen zuerst diese Abtrennung. Genau, diese können wir dann später hoffentlich von diesem Ding abtrennen. So. Und das Ding hier kriegt diese kleinen Triebwerke, um sich oben im Orbit zu bewegen. Ja, und wir hoffen einfach mal das Beste. Mal schauen. Ob das alles so tut, wie es soll. Ja, da kann man dann noch ein bisschen dran rumpimpen. Wir haben jetzt hier auch noch keine RCS-Düsen, fällt mir gerade auf. Das könnte man da schnell noch nachsteuern. Die kosten nicht viel. Und wir packen die mal hier so auf der Höhe hin. Stören die da irgendwas? Nee, ne? Nee. Nicht wirklich. Okay, gut, dann erster Testlaunch und wir nennen es jetzt mal so, wie es die Falcon 9. Und
Und ja, das ist mit Absicht das K. Ihr braucht mir nicht sagen, dass ich es falsch geschrieben habe. Das ist mit völliger Absicht. Göbel und so. Gut, 9 Triebwerke. Ja, denke auch, ohne Glücksflossen wird das nichts. Jetzt werde ich euch mal zeigen, Glücksflossen. Glücksflossen am Arsch. Mal gucken, ob es ohne Glücksflossen was wird. Vielleicht klappt es ja. Wir werden es sehen. Ich glaube, die wird nicht ganz in den Orbit kommen. Ist so meine Unterstellung. Weil da ein bisschen wenig Schub am Anfang dabei ist. Aber wir gucken jetzt mal. Also, Feuer frei für die Falcon 9. So. Lights on. Und jetzt müssen wir vor allen Dingen mit der ersten Stufe erstmal ein bisschen Höhe bekommen. Sehr schön, also er saugt jetzt erstmal den Haupttank leer. Das war auch mein Plan. Leider habe ich vergessen. Ich glaube, wir machen hier mal einen zu. So. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. So, ich mache mit Absicht jetzt nicht ganz so viel Gravity Turn, damit nachher der Boost Backburn nicht ganz so aufwendig wird. Sondern ich gucke jetzt, dass ich da noch Höhe rausziehe, so gut wie es geht. So, jetzt müsste der Tank da leer geschraubt werden. Oh, da kommt aber nicht viel bei rum, ne? Ich glaube, wir müssen erstmal mit ohne Boost Back und allem arbeiten. Also so richtig begeistert bin ich da noch nicht von, ehrlich gesagt. Okay, wir probieren es jetzt erstmal ohne den Wiederverwendbarkeitsaspekt überhaupt. Ob wir überhaupt in Orbit hochkommen. Ah, was ist das denn? Warum flippt die denn plötzlich? Ach du Scheiße. Ich befürchte, dass die außen gelagerten Tanks tatsächlich ein Problem sind. Okay, das war nicht so gut. Das hat uns natürlich nochmal Fuel gekostet. Also zu wenig Thrust Weight am Anfang, definitiv viel zu viel Luftwiderstand. Viel zu viel Luftwiderstand. Also wenn ich gucke, wir haben jetzt eine Apoapsis von knapp 40 Kilometer, das ist halt nix und 1700 Delta V. Wieso habe ich die Tanks nicht versenkt? Weil ihr euch darüber beschwert habt, dass ihr das scheiße findet und seid froh, wenn ich mal auf euch höre. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr halt die Klappe halten. So einfach ist das. Aber ja, also Luftwiderstand scheint ein Problem zu sein. Die Thrust-Weight-Ratio der ersten Stufe ist, glaube ich, auch problematisch. Da müssen wir noch ein bisschen anders ran. Ich überlege gerade, wie wir das machen können. Jetzt schrei nicht so rum, Luis. Aber ich glaube, ich habe schon eine Idee, wie wir das umsetzen könnten. Mal gucken, wie weit wir hier noch geeiert kommen. Aber es wird wahrscheinlich sogar in Orbit reichen. Also dann können wir mal einen Wiedereintritt testen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, den einmal auszuprobieren.
Mal sehen, mal sehen. Also, wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen eine höhere Thrust Weight, wir brauchen ein bisschen mehr Delta V und wir müssen dafür sorgen, dass da oben dieses Unaerodynamische ein bisschen verschwindet. Das sind so, glaube ich, die Herausforderungen für die zweite Inkarnation dieses Gefährts. Ja, aber mit dem Orbit sieht es gar nicht so schlecht aus. Das scheinen wir wohl noch zu schaffen. Zip. Boah, Boosters. Na, das funktioniert ja nicht. Wenn wir das Falcon 9-Style fliegen wollen, ist Booster halt nicht drin, ne? So. Jetzt schauen wir mal. Wir trennen ab. Wir zünden Antriebe, jawohl. Also wir schieben uns ganz gemütlich in Richtung der Umlaufbahn noch. Das müsste tatsächlich funktionieren. Das sieht auch ganz gut aus. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt ein bisschen driften nochmal. Unsere Upper Stage wird auf jeden Fall wieder eintreten. Was ja auch Sinn und Zweck der Upper Stage war, dass sie wieder eintritt. Ich überlege gerade noch. Die können wir uns dann wahrscheinlich gleich einmal angucken. Ich versuche nur. So, jetzt sind wir im Weltall. Ich versuche nur schnell noch den Orbit fertig zu machen. Dann können wir mal den Wiedereintritt der Second Stage begutachten. Noch ist sie ja relativ hoch. Also sie fliegt da knapp unter uns. So, jetzt einmal können wir den Scheiß hier auch wegschmeißen. Zop. So. Jetzt kurz ein wenig korrigieren, damit ich nicht in diesen Hut reinfliege. Ja, und Feuer frei. Schnell die Solarpanel retten. Hui. Das war überhaupt nicht knapp. So. Also, das sieht so aus, als ob wir da tatsächlich in einen Orbit. Also, ich mache den ganz flach nur den Orbit. Und dann kümmern wir uns mal um den Wiedereintritt der Zweitstufe. Dann können wir zumindest mal gucken, ob dieses Fallschirmkonzept mit dem Heat Shield so ausreicht oder ob das Ding sich einfach umbringen wird. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Ich will vor allen Dingen mal sicherstellen, dass Luis nicht wieder eintritt, solange ich nicht mit dabei bin. So, 70 Kilometer, check. Dann machen wir hier jetzt den Antrieb aus. So, da ist mein Falcon 9 Probe Dingsbums. Genau, dann drehe dich doch mal retro. Das ist ja der Plan für die ganze Geschichte. So, und ich meine, dass das funktionieren müsste. Geile Scheiße. Ich will hier bleiben, danke. Sehr schön. Nee, ich will Prograde dann doch. Haha. Hallo? Dreh dich Prograde. Ich will, dass du dich andersrum drehst. Achso, du bist schon Prograde. Ich will, dass du Retrograde gehst. Entschuldigung. Habe ich mich da unklar ausgedrückt? Habe ich da etwa den falschen Knopf gedrückt? Niemand hat die Absicht, Fehler zu machen. So, Parachutes, Altitude. Weiß ich nicht, 4000 Meter oder so. 3000 reicht wahrscheinlich auch noch. Copy to other shoots und bei 1, naja, mache ich bei 2. Copy to other shoots, close, Arm Parachute,
Arm Parachute. Arm Parachute. Und Arm Parachute. So, die sind alle scharf.